Ab der Rückrunde möchten wir Ihnen einen ganz besonderen Service bieten. In Zusammenarbeit mit dem Tech-Boten werden wir Ihnen die Highlights der Heimspiele des TSV Weilheims präsentieren. Tatkräftig unterstützt werden wir hier durch WUD IT Systemhaus in Kirchheim-Ödlingen. Wir starten mit dem Spiel TSV Weilheim gegen SV Ebersbach. Trainer Hüppe hat im Vergleich zum letzten Spiel einige Änderungen vorgenommen. Im Tor beginnt Philipp Utikal, davor in der Innenverteidigung Martin Kirschmann und Freddy Ehr, Rechtsverteidiger Yücel Uliköli, auf der linken Seite Christopher Eisenhardt. Davor im defensiven Mittelfeld Mike Tausch und Steffen Kuch. Im offensiven Mittelfeld auf der rechten Seite Lennart Zacklauer, davor zentral Michele Latte und auf der linken Seite André Krix. In vorderster Front als Stoßstürmer Kai Hörsting. So ging's ins Spiel. Die Weilheimer starteten ebenfalls wieder sehr gut in die zweite Halbzeit, hatten einige Halbchancen und hier durch Hörsting eine eher größere, die dann aber doch etwas leichtfertig vergeben wurde. Wir sind in der 60. Spielminute, hier fasst sich Elsa sein Herz, schießt, aber Utikal kann parieren. Weilheim im Ballbesitz steckt den Ball unkontrolliert nach vorne. Dieser wird abgefangen von den Ebersbechern. Ebenfalls ein langer Ball Richtung Strafraum, dort weitergeleitet von Kolic. Ein Zweikampf und der Schiedsrichter pfeift zum Entsetzen der Weilheimer Zuschauer 11 Meter. Scheuring schnappt sich den Ball, legt ihn auf den Punkt und wird den Elfmeter treten. Er verwandelt sich hier zum 3:1. Und nur 6 Zeigerumdrehungen später, wiederum die Ebersbecher im Angriff, ein Freistoß von der halblinken Position, segelt in dem 16er, wird verlängert und unglücklich von Kai Hörsting zum 3:2 abgefälscht. Weilheim hat aber auch noch Chancen hier, durch Özkaraman, der einen Schuss aufs Tor bringt, aber leider zu unplatziert. Weiter geht's. Erneute Chance. Eisenhardt. Wieder kein Tor. Ein schöner Angriff über die rechte Seite. Flanke auf Zacklauer. Dieser kann den Ball leider nicht kontrollieren und Ebersbach kann sich befreien. Trotzdem bleibt Weilheim weiterhin im Ballbesitz. Wieder Zacklauer. Der spielt geschickt zurück zur Strafraumgrenze. Dort müsste Tausch schießen, wird aber abgedreht. Schlussendlich ein glückliches 5:3 für den TSV Weilheim, das gleichbedeutend mit der Herbstmeisterschaft ist, die sich der Verein damit gesichert hat. Werfen wir einen Blick auf die Statistik. Hier zeigt sich, dass es sich wirklich um ein sehr ausgeglichenes Spiel gehandelt hat. Nur bei den Torschüssen kann die etwas routiniertere Mannschaft des TSV Weilheims punkten.